Hallo Lieben, neuer Tag, altes Glück, auf jeden Fall neuer Tag, neues Shirt. Gestern bis um 12 gemacht, heute Morgen um 4:30 geweckt worden durch den Hahn. Ja, jetzt ist kurz nach 6, jetzt konnte ich nicht mehr im Bett bleiben, Kaffee gemacht. Jetzt wird weitergearbeitet, jetzt geht es darum, die Reste hier aus der Wand rauszuholen, den Boden sauber zu machen, die Balken aufräumen, saugen, staubwischen. Neuen Plan fürs weitere Projekt machen. Bis später. So ihr Lieben, nachdem es heute Vormittag echt schleppend war, habe ich die ganze Nacht wenig geschlafen und Elektrik mag ich nicht. Ja. Jetzt haben wir nach 22 Uhr mal wieder, zweiter Tag vom Wandrausschlagprojekt. Ja, und auf einmal, wenn ich behaupte, es läuft, wäre es wahrscheinlich geprahlt. Aber Holz ist mehr meins, macht irgendwie mehr Spaß. Jetzt dabei hier den Boden und die Decke, die offenen Bereiche zu verschalen. So ihr Lieben, mal auf die Uhr schauen, keine Ahnung, wahrscheinlich 1, 2, ich bin nicht fertig geworden, also ich bin fertig mit der Welt, mit mir, aber nicht mit dem Projekt, nicht mit dem, was ich mir für heute vorgenommen hatte. Aber egal, heute wird nichts mehr gut, schlafen ist jetzt das Richtige, ich zeige euch kurz den Prozess. Genau, geht immer noch hier um die Verschönerung der Balken. Ja, wieder hochgezogen. Hier rüber muss aber noch alles richtig verschraubt werden. Ist noch nicht ganz sauber alles. Genau. Und ja, damit mache ich morgen weiter. Wenn das geschehen ist, geht's ans Aufräumen, würde ich sagen. Denn mit das Wichtigste ist, wenn man was baut, Baustelle, Ordnung halten. Ich meine, ich komplett ernst, kann ich nicht. Ist aber wichtig. Aber das kann warten bis morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich kann ich morgen das Projekt abschließen und endlich das Video abschließen. Schlaft gut. Ciao. Guten Morgen ihr Lieben, Sonntagmorgen, 7 Uhr, Hühner sind draußen, Kaffee ist gekocht, jetzt kann es losgehen, der Rest der Arbeit steht an, Heimwerker nur noch ganz kurz, was ich jetzt machen möchte, ich verschale fertig, ich schraube die Bretter hinter euch hier dran, versenke die Schrauben, wenn ich Zeit und Lust habe, so noch Leisten in die Ecken, muss noch die Tapete an einer Stelle, wo die aufgeschlitzt worden ist, mit Acryl kippen, ja, und dann räume ich noch kurz auf, putze die Wohnung von oben bis unten. Und dann bin ich fertig mit dem Projekt. Ihr seht, meine Laune ist. Viel Spaß! Thank you.
Ihr Lieben, mein Projekt ist beendet. Also meine Sägearbeiten, Schrauben, Schweiß, alles was leer macht, alles was Staub macht, ist vorbei, ist beendet. Jetzt geht's ans Aufräumen. Beziehungsweise ich lege mir erstmal hin. Aber ein kurzer Überblick für euch, wie denn meine Bude jetzt aussieht. Oh Gott, ich krieg die Krise, Krise, Krise. Schaut's euch an. So, wenn man zwischendurch nie aufräumt, dann sieht es halt irgendwann so aus. Und was ihr nicht sehen könnt, aber was absolut entscheidend ist, ist der ganze widerliche Staub, der in dieser ganzen Wohnung bis ins Schlafzimmer und ins Kinderzimmer reicht. Na gut, ich habe noch 24 Stunden, dann kommen die Kinder nach Hause, dann muss es ja ordentlich aussehen. Drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe. Bis später! Der Tag war die reinste Katastrophe.